Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute nur um ein knackiges Workout für die Beine. Ich versuche Übungen, wenn wir springen, halt eine Alternativübung zu geben, dass Leute, die halt nicht springen können, dieses Workout genauso machen können. Es geht diesmal wieder um ein spezielles Workout für Frauen in den Wechseljahren. Natürlich können auch Frauen, die nicht in den Wechseljahren sind, dieses Workout auch machen. Es geht nur darum, dass es wirklich gerade in den Wechseljahren ist es wichtig, seine Muskulatur zu trainieren. Deshalb heute nicht sehr ein Cardio, sondern wirklich mehr ein Krafttraining für die Beine. Ich habe 10 Übungen, jede Übung 50 Sekunden mit 20 Sekunden Pause, also wenig Pause. Dafür ist das Training dann schnell vorbei. Und ich freue mich auf euch. So, wir beginnen jetzt mit dem Training und zwar 10 Übungen haben wir. Es geht wirklich um eine starke, um ein Training für die Beine. Das heißt, die Beine werden jetzt etwas, etwas brennen können. Ja? Wir machen kein Warm-up dazu. Gerne, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein Warm-up aus meinen Videos aussuchen. Aber für dieses Training brauchen wir jetzt nicht unbedingt ein Warm-up. Wir fangen direkt an mit einer Übung für die Beine. Das heißt, wir gehen jetzt durch. Jede Übung ist natürlich für die Beinmuskulatur, aber halt andere Muskeln werden beansprucht. Mal mehr die Oberschenkel, mal mehr die Unterschenkel. Aber es ist ein reines Training für die Beine. So, und wenn wir springen, dann zeige ich auch eine Alternative zum Nichtspringen. Wir fangen an. Die erste Übung ist ein Ausfallschritt gesprungen. Ja? Wer nicht springen kann, macht halt einen kleinen Ausfallschritt. Wir beginnen in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Wer nicht springen kann, macht einen Ausfallschritt nach hinten. Ja, die Arme schön mitnehmen. Das ist eigentlich ein kleines Warm-up. Ja, die erste Übung. 50 Sekunden jede Übung. Arme schön mitnehmen. Und wenn es geht, schön weit auseinander. Also lange Schritte machen. Nicht so kurze. Und noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen auseinander. Knie nach außen, Füße nach außen, Bauch rein. Und jetzt gehen wir tief, tief. Und ein bisschen hoch, mehr nicht. In 10, 9, 8, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und die Beine müssen drin. Und tief, tief, hoch. Tief, tief, hoch. Nie ganz durchstrecken. Tief, tief, hoch. Tief, tief, hoch. Zweimal, tief, tief hoch und dann bleiben wir unten. Tief, tief hoch und wir bleiben. Tief, tief, tief. Und weiter. Und die Innenhänge ein bisschen spüren. Noch 20 Sekunden. Und weiter. Sehr schön. 10. Weiter. Bauchnabel weiter zur Wirbelsäule ziehen. Schulter nach hinten. Kinn Richtung Brustbein. Sehr schön. Wir haben 20 Sekunden Zeit, wir gehen in die Kniebeuge. Wir gehen aber in die ganz Tiefe. Ja? Wenn es so tief kommt, geht halt nur in die halbe Kniebeuge. Bis hier wichtig ist, dass die Knie oberhalb vom Sprunggelenk bleiben. Ja? So, und wir gehen einfach hoch nach oben. Und hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch. Einatmen, tief, ausatmen, hoch. Einatmen, tief, ausatmen, hoch. Bauchnabel weiterhin zur Wirbelsäule ziehen, Schulterblätter schön nach hinten. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Noch 10. Sehr schön. Wir gehen jetzt in
in die Kniebeuge, in die Halbe, kommen hoch und kreisen mit dem rechten Bein nach außen. Wieder tief und mit dem linken Bein, ja? Okay. In 5 Sekunden. Noch 7 Übungen, habt ihr es geschafft. Und go. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Ein, aus. Sehr schön. Jetzt die Hälfte, 50 Sekunden, stehen wir auf dem linken Bein und gehen seitlich hier hoch, ja? Und die restlichen 25 Sekunden stehen wir auf dem rechten. Wir fangen jetzt links an und go. Bauch bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen, Schulterblätter tief, Nacken lang, Kinn Richtung. Fixiert, wenn ihr nicht stehen bleiben könnt, einen Punkt auf dem Boden und dann fällt es einfacher, auf einem Bein zu stehen. Sehr schön. Jetzt kommt der Hampelmann, die nicht springen können, machen den hier, ja? Und die springen können, machen den Hampelmann. In 10, 9, nur noch 5 Übungen. Beine müssen brennen. 4, 3, 2 und go. Wichtig ist auch, dass ihr die Beine schön auseinander nehmt, ja? Noch 10. Sehr schön. Jetzt gehen wir runter auf die Knie und wir kommen hoch. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, holt ihr euch ein Kissen. Ja? Hoch, hoch, tief, tief. Ja? 25 Sekunden mit rechts zuerst hoch und 25 Sekunden mit links zuerst hoch. Wir fangen jetzt an. Rechts, links, rechts, links. Wer Probleme mit dem Knie hat, legt sich halt ein Kissen unter die Knie. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Noch einmal. Und wir gehen jetzt mit dem linken Bein zuerst. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts. Links, rechts, 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 links, rechts. Sehr schön. Wir gehen jetzt auf die eine Seite der Matte, in die tiefe Kniebeuge und hier nach links und nach rechts, ja? In 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und go. 1,
2. Schön tief bleiben. Wundert euch nicht, hier mein Finger. Ich habe mich letzte Woche geschnitten. Ist aber immer noch mein Verband. Und schön tief bleiben, tief, nicht hochgehen. Unten bleiben. Und noch 18. Manchen längeren Schritt. Und wieder lang und tief bleiben. Und lang. Und lang. Und lang. Und lang. Sehr gut. Wir haben noch 2 Übungen. Nächste Übung. Rechtes Bein nach hinten, nach vorne. Linkes Bein nach hinten. Langer Ausfallschritt. Die, die können, legen ihr Knie kurz ab. Die nicht können, gehen halt nur so tief, wie sie können. 5, 4, 3, 2, 1 und go. Rechts nach hinten, links nach hinten. Bleibt im Oberkörper gerade. Zieht den Bauch die ganze Zeit zur Wirbelsäule. Kinn Richtung Brustbein, Nacken lang. Abstand zwischen Ohren und Schultern lang halten. Den Abstand groß halten. Und jetzt noch dabei atmen. Und noch lachen. Und dann ist alles super. Vorletzte Übung. Und schön tief. Und schön tief. Bauch bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Noch einmal rechts. Sehr gut. Letzte Übung. Hier, den. Aber so schnell wie möglich, so hart wie möglich. Es sind nämlich die letzten 50 Sekunden. Ja? 5, 4, 3, 2 und wieder leiden. Macht viel Krach. Das ist die letzte Übung. Ausgabt jetzt alles. Kriegt alles, was ihr noch habt. Jetzt bloß keine Körner spannen. Und weiter. Und die letzten 30. Weiter Gas geben, weiter Gas geben. Und noch 20. Die letzten 10, die letzten Hackers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. So, jetzt fragen sich andere und sagen, das soll ein Workout sein für Menschen in den Wechseljahren. Ja, eigentlich sollen Frauen in den Wechseljahren hart trainieren. Ja, hart, damit sie Muskulatur aufbauen, diese durch den Östrogenmangel halt abbauen. Ja, deshalb muss es anstrengend sein, aber ich schaue immer, dass ich nicht über 11, 12 Minuten komme, weil lieber dreimal die Woche so ein Training als einmal die Woche eine Stunde. Ich wünsche euch, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ihr seid jetzt ein bisschen außer Atem, die Beine sind ein bisschen wabbelig. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendeinen Kommentar hinterlasst. Also positives Feedback oder negatives Feedback. Feedback ist immer gut. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, bitte kurz die Glocke alle und dann bin ich ab und mich abonnieren. Und dann bekommt ihr immer sofort Bescheid, wenn irgendwas von mir hochgeladen wird. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch ein schönes Nachklingen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Silke.